Servus YouTube, die Brüder am Start und wir machen heute ein neues Video für euch. Und es geht darum, dass jeder über sich Fragen aufgeschrieben hat, die der andere beantworten muss. Und ich würde sagen, der Axel haut erstmal die erste Frage an mich raus. Genau, also als erstes Torben, was mache ich lieber beim Gamen? Ernsthaft zocken oder einfach nur Spaß haben? Ja, das ist auf jeden Fall die zweite Antwort. Naja, nur Spaß haben? Ja, es ist unterschiedlich. Manchmal willst du einfach nur Spaß haben oder in manchen Situationen schwitzt du halt schon heftig. Ja, aber jetzt ist die Frage, was mache ich lieber, ernsthaft beim Zocken bleiben oder einfach nur Spaß haben? Keine Ahnung, Alter. Keine Ahnung? Ja. Ja, das sind 0 Punkte, aber ich habe natürlich... Also eigentlich mag ich beides, da hast du schon recht, ne? Doch denke ich, ernsthaft spielen ein bisschen mehr. Weil ich will ja was erreichen. Was ist das für eine Frage? Ja, es ist eine harte Frage halt. Hier ist ein richtig krasses Battle. Ja, dann bist du dran. Ja, meine erste Nuklear war auf Jemen oder auf Raid. Deine erste Nuklear war auf Jemen. Nein, das ist falsch. Meine erste Nuklear war auf Raid, wo mir dann die PS3 abgefragt ist. Ah, da bin ich dann online gegangen. Ja, ne? Ah, das hast du mir geschrieben. Genau. Oh, da bist du voll ausgerastet. Ja. Ah, du bist fies. Ja, unser erstes Video war auf Jemen, deswegen. Ja. Ja, keine Ahnung gehabt. Okay, jetzt dann die erste Frage, die ich eigentlich als erste stellen wollte, aber die war richtig schwer, deswegen habe ich die noch nicht gestellt, aber die kommt jetzt. Pass auf. Was macht mich mehr aus? Musik oder Sport? Ah. Also du liebst Musik über alles und ich würde sagen, deswegen Musik, ja. Ja, mein Bro kennt mich einfach am besten, deswegen, das ist wirklich so. Wobei ich Sport auch liebe, aber ohne Musik könnte ich halt gar nicht leben, ne? Genau, jetzt dann bist du dran wieder. Ja, es geht um das Spiel MW3 und welche Sniper mag ich am liebsten? Die L118A oder die MSR? Die MSR. Das ist korrekt. Ja, aber ich dachte schon, ey, die MSR, die haben wir damals richtig gesucht in der Zeit. Okay, dann natürlich. Was bevorzuge ich mehr bei Konversationen? WhatsApp oder Telefonate bzw. persönliche Gespräche? Ja, das ist auf jeden Fall das Telefonieren, weil dir geht Schreiben dezent auf den Sack. Ja, das ist natürlich richtig und das liegt auch einfach daran, dass wenn man schreibt, so viele Sachen einfach falsch sein können oder falsch interpretiert werden können von dem Gegenüber. Und daher, nee, einfach persönlich miteinander reden, weil kann man Missverständnisse sofort aus dem Weg räumen und dann bleiben es immer noch diese Minuten, bis der andere seinen Text fertig geschrieben hat. Genau. Ja, ich bin wieder dran, ne? Richtig. Wie heißt mein Downhill? Ist es das Cube Hands oder das Cube Fritz? Ja, also ich denke mal das Cube Hands. Ja, das stimmt. Ich hatte jetzt ehrlich gesagt keine Ahnung, aber ich habe mal das andere klein ein bisschen ja, lächerlich halt. Ja, aber das hört sich beides ein bisschen lächerlich an, finde ich. Ja, okay, das stimmt. Also es wird Hände ja... oder Fritz? Ja, es heißt halt, es wird H-A-N-Z-Z geschrieben und das andere wird F-R-I-Z-Z geschrieben. Okay. Und es gibt's beides. Das Fahrrad gibt's auch so. Oh, da hat aber nachgeforscht, du. Ja, nee, ich wusste es einfach von vorher. Ja, okay, aber dein Downhill ist natürlich heilig, also. Ja. So, jetzt habe ich natürlich eine coole Frage. Ordne folgende Personen nach der Folge, wie ich sie am meisten mag und dann absteigend. So, ich habe Montana Black, Visca Barza, Marcel Scorpion und Kronk. Ach du Heiliger. Wen mag ich jetzt am meisten von den vier? Ja, ich würde auf jeden Fall als erstes Marcel Scorpion. Das ist richtig. Als zweites? Wer war noch drin? Montana Black, Visca Barza und Kronk. Montana Black als zweites? Richtig. Dann Visca Barza. Richtig. Und danach Kronk. Ey, er ist einfach bester, Mann. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber schwere Frage. Gott. Gut beantwortet, mein Freund. Was hasse ich mehr? Den Zielsucher oder die Remington? Oh, das ist eine harte Frage. Das ist echt eine harte Frage. Oh. Ich würde noch auf die Remington tippen, weil die echt aufregt. Das stimmt, weil ich finde den Zielsucher, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich finde ihn gar nicht so bad, man kann mit dem verdammt gut spielen, aber trotzdem ist es kein Gegenstand, mit dem ich auf irgendeiner Map mit gegen irgendwelche Spieler spielen will, weil ich finde es einfach so madig, aber die Remington ist halt einfach, ja, das ist einfach Abfuck. Es langweilt einfach, wenn du um die Ecke kommst und bam, tot. Du kannst den gar nicht sehen. Ja.
Naja, ist einfach so. So. So, jetzt meine fünfte Frage. Was trinke ich lieber? Fanta oder Sprite? Oh, das ist eine schwere Frage, aber ich sehe dich nicht so oft Fanta trinken, deswegen schätze ich jetzt mal, dass es Sprite ist. Das ist da die allererste Frage heute, die falsch beantwortet wurde. Alter. Ich trinke wirklich lieber Fanta, auch wenn ich Sprite halt mehr trinke, weil meine Freundin eben Sprite mehr mag. Aber, ja, ich tendiere trotzdem selbst zu Fanta. Okay, ja, das ist, wusste ich nicht. Gut. ja, jetzt kommt eine etwas längere Frage. Wo habe ich dich das erste Mal in unserer Schule bzw. deiner ehemaligen Schule gesehen? Auf dem Pausenhof, als deine Mom dich zum Unterricht gebracht hat? Oder als Johannes dich im Bus neben mich gesetzt hat? Ja, also da, den Tag kann ich mich natürlich noch sehr, sehr gut erinnern. Es war wirklich im Bus, als der Johannes mich neben dich gesetzt hat. Ja. Das war relativ lustig, weil wir wohnen ja im selben Dorf und ich wusste nicht, also wir haben nicht so viel damals gemacht und ich wusste nicht, dass der Axel jetzt auf meine Schule geht. Und irgendwann sagt der Johannes halt so, ja Axel, du kannst dich neben den Torben setzen. Und ich so, hä Axel, da habe ich schon mal irgendwo gehört. Und ja, seitdem läuft es eigentlich relativ rund bei uns. Ja, richtig. Ich habe dann auch mehr so gesagt, so, hä, Torben? Torben, kann ich da nicht mal wen? Da geht's doch rein in mein, ja genau, in mein Kaff. So, dann saß es wirklich der Typ da, aber gut. Und seitdem, nee, also alles fresh. Ohne Pause am Start, ne? So, meine sechste Frage. Bin ich lieber zu Hause oder woanders? Das kommt ganz drauf an, welcher Ort woanders ist. Aber, das ist schwierig, das ist echt schwierig. Aber ich glaube, dass du lieber zu Hause bist, weil... Ja, das ist deine vertraute Umgebung. Richtig. Ich bin absolut gern zu Hause. Von allem mein Zimmer ist für mich mein absolutes Heiligtum. Ja, deswegen bin ich hier auch gern. Ist genauso wie mein Fahrrad, Alter. Axels Zimmer ist einfach Bombe. Ja, wie groß bin ich? 1,83 oder 1,90? Oh, das ist schwer. Boah, du sitzt neben mir und ich habe keine Ahnung, wie groß du bist. Oha, warte. 1,85, nein Spaß, 1,90. Ja, das stimmt. Ich bin 1,90 groß. Voll der Riese. Ja. Ja, okay, jetzt zu meiner nächsten Frage. Was ist meine Lieblingsfigur in meinem Lieblingsfilm Herr der Ringe? Ach du Scheiße, der käme mich gar nicht aus. Oh, da habe ich echt keine Ahnung. Keine Ahnung? Nee, keine Ahnung. So, nicht mal so ein mini bisschen. Nee. Was male ich denn zum Beispiel immer an? Wände. Ja, okay, nein. ja, natürlich Zwerge sind meine Leidenschaft. Ach ja, ich stimmt, Bücher Zwerge. Über Zwerge. Ich habe gedacht, welche Figur vom Charakter. Ja, und jetzt kommt's natürlich, Gimli Glöinsohn ist meine absolute Lieblingsfigur, weil es ist nämlich der einzige Zwerg, so der wirklich als Hauptcharakter in Herr der Ringe vorkommt. Ja, okay, ja. Es gibt zwar noch mehr, aber nur in dieser einen Versammlung und da halt nicht so viele. Okay, wusste ich echt nicht. Genau. Eine kleine Geschichte zu der Frage ist auf jeden Fall am Start, würde ich sagen. Wie haben wir unser erstes COD geholt? Und welches war das? Das ist lustig, weil meine nächste Frage so ähnlich ist, aber... unser erstes gemeinsames COD jetzt oder mein erstes COD? Unser gemeinsames. Das war Black Ops 2. Nein, das stimmt nicht. Das war Modern Warfare 4. COD, das war Modern Warfare 4 war das. Okay, ich war auf jeden Fall schon falsch, aber das haben wir im Tefi in Neumarkt gekohlt. Genau. Geholt. Stimmt. Ja, da sind wir mit den Fahrrädern hingefahren und hatten uns einfach nur ein bisschen Kleingeld eingesteckt und wollten einfach mal so schauen, was es da so gibt. Und dann haben wir echt zwei 18-Jährige angequatscht, ob sie uns das Spiel kaufen. Und natürlich hat es dann funktioniert. War auf jeden Fall saugeil. Ja, und wir haben das erstmal so, ja, ich glaube, ein Jahr fast gezockt, die ganze Zeit. Und haben wir auch mit Freunden immer das. Wir waren so die Einzigen, die COD hatten eigentlich für die PS3 in unserer Umgebung eben. Und da haben wir einfach nur COD 4 gezockt. Übel das geile Spiel eigentlich. Ja, aber obwohl schon MW2 draußen war und. Es war auch MW3 und so alles schon draußen. Ja. Und wir haben immer noch Modern Warfare 4 gespielt. Also auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ja, war einfach billig zu der Zeit, aber war richtig schöne Zeit. So, ja, dann natürlich. Zu Ende, wie gesagt, die Frage, was war mein allererstes Ego-Shooter? Ja, das war Black Ops 1. Kann das sein? Auf dem PC? Ja, richtig. Das war mein allererstes Ego-Shooter. Ja.
Mein allererstes. So kam ich überhaupt mal zum Spiel. Ja, und dann hast du irgendwann Borderlands angefangen, ne? Richtig, ja, Borderlands 2. Das war dann mein nächstes so. Genau. Also wenn man jetzt von den Rollenspielen und Minecraft und so absieht. Ja. Das sind ja auch so First Person Ansicht. Und so. Ja, meine Frage hat das mit dem letzten Video zu tun, zum Beispiel, beziehungsweise was ich da gesagt habe, was wir tun. Und deswegen habe ich die Frage, wann kommt das erste Downhill-Video von mir? Oh, das ist krass. Wir hatten erst letztlich drüber geredet. Ja, ne? Oh Gott, ich habe gerade voll den Hänger. War das schon als fünftes Video gedacht? Ja, das wollte ich als fünftes Video machen. Das ist auch schon in Bearbeitung, beziehungsweise das ist schon fast fertig. Und ich bin relativ stolz drauf, weil das mein, naja, erstes professionelles Video ist, was ich übers Downhill-Fahren, was ich gefilmt habe halt. Und ja, ich bin sehr gespannt und freue mich auf eure Rückmeldung auf das Video. Ich bin auch gespannt. Ich muss sagen, was Downhill und so betrifft, macht er alleine mit einem anderen Kumpel. Er lädt es nur bei uns hoch. Und ich selber habe davon auch noch nichts gesehen. Ich weiß, wer da so gut fährt und so, aber mal schauen. Bin gespannt. Ja. Werd selber einen Kommentar drunter schreiben, dann Spaß. Auf jeden Fall werde ich es dir mal sagen so. So, jetzt die nächste Frage. Auf welcher Map hatte ich meinen ersten Orbitalsatelliten in Black Ops 2 und welche Waffe habe ich dabei gespielt? Oh, das war auf Aftermath mit der... Oh, lass mich nicht lügen, war das die SCAR-H oder die MSMC? Das musst du jetzt wissen. Boah, scheiße. Ich... Überleg nochmal genau. Ist es eine von den beiden Waffen? Ja, ich denke, dass es die SCAR-H war. So, jetzt kommt's. Auf Aftermath hatte ich wirklich meinen ersten Orbitalsatelliten. Du saßt neben mir. Ne, wir haben sogar Koop gespielt. Also, wir hatten geteilter Bildschirm gespielt. Machen wir immer noch so gern. Aber trotzdem. Und jetzt kommt's. Ich habe wirklich noch die SMR gespielt. Ach, stimmt. Du hast die. Ja, Mann, die das SMR. Weil ich hatte da so eine Zeit, wo ich so eine richtig geile Zeit hatte mit der. Aber jetzt kann ich sie gar nicht mehr. Ja, so die gut. SMR, ich finde die so richtig madig, ey. So, meine neunte Frage, so kreativ wie ich bin, frage ich dich, wieso habe ich keine zehnte Frage? Das ist tricky. Warum hat er keine zehnte Frage? Es könnte vielleicht daran liegen, dass du irgendeine Frage von mir noch kopieren willst. Genau, das ist vollkommen richtig. Oh, schau, wie gut ich bin. So, ja, gut. Ich habe natürlich auch noch eine Frage. So, was ist einer meiner Träume? Meinen eigenen Beat zu kreieren oder einmal in San Marino Urlaub machen zu können. Oh. Also über San Marino hast du mir noch nichts erzählt, deswegen glaube ich ernsthaft, dass es der Beat ist. Ja, das ist natürlich richtig. Ich hätte so Lust, mal meinen eigenen Beat zu kreieren. Das Problem ist einfach, dass ich nie Zeit dafür habe und außerdem auch noch wirklich keine Sounds und auch noch kein Programm oder so, mit dem ich das einfach machen kann. Ja, habe ich auf jeden Fall noch vor und... Mal schauen, vielleicht werde ich euch dann auch noch ein bisschen was davon zeigen, was ich da so vorhab noch. Ja, und genau. Meine zehnte Frage, beziehungsweise das ist gar keine Frage, die ich jetzt von dir genommen habe, sondern wann bekommen wir unsere PlayStation 4 und mit welchen Spielen werden wir dann hauptsächlich anfangen? Was heißt PlayStation 4? Wann ich meine bekomme, also unsere, die ja, wir hier benutzen fürs Aufnehmen und so, oder... Ja, deine, die du schon zu Hause stehen hast, aber wir nicht verwenden können, weil sie deinem Dad gehört. Genau. Ja, ich meine natürlich deine. Also, meine bekommen wir natürlich zu meinem Geburtstag. Am 29.10. Ja, das ist richtig. Und? Man muss dazu sagen, wir sind jetzt seit 2007 befreundet. Ja. Und uns ist erst so nach 4 Jahren Freundschaft aufgefallen, dass ich... am 29.11. hab, also haargenau einen Monat später als er. Und das ist richtig. Ja, das war eigentlich total lustig, weil das wussten wir vorher nicht und seitdem, ja. Der kann sich auch plötzlich jeder vom anderen den Geburtstag merken, wann der ist und so. Voll der Sprachfehler, aber wo? So, ja, was natürlich jetzt noch die Antwort ist noch, welche Spiele? Ja, hast du noch gefragt? Ich glaube, ich würde auf jeden Fall. Ja, ich antworte jetzt einfach mit dir. Ja, weil es ist einfach eine historische Frage, weil ja. Ich meine, am meinem Geburtstag ist unser Spiel, das wir als Ziel haben. Noch nicht mal draußen? Noch nicht draußen, weil der Release-Tag leider erst am 6.11. ist. Ihr wisst schon alle, von was wir reden. Natürlich von Black Ops 3.
Ach so, und was mich noch interessieren wird, was haltet ihr davon? Ihr habt jetzt bestimmt von den anderen YouTubern schon gesehen, was die da so ja, für Gameplays hochgeladen haben. Und ja, mich würde persönlich interessieren, was ihr von dem Spiel bis jetzt haltet. Und ja, wäre nett, wenn ihr da einen Kommentar da lassen würdet. Genau, ja, das waren so ziemlich alle Fragen von uns, oder? Hast du noch ja, was? Ja, nee. Ja, jetzt wisst ihr natürlich ein bisschen mehr über uns. Wir wussten eh schon alles anscheinend. Beziehungsweise wissen es jetzt. Ja. Genau, und dann würden wir sagen, genießt euer Leben und Servus.